Aufgrund ihrer Schwangerschaft musste Christina Henny für die diesjährige Let's Dance Staffel absagen. Doch wie sieht es mit der Tour aus? Nach Let's Dance ist vor der Let's Dance Tour, denn während die diesjährige Staffel mit der großartigen Profi-Challenge zu Ende gegangen ist, wird hinter den Kulissen schon fleißig an der Tour gearbeitet. Die Tänzer, innen wie Promis im Herbst wieder im Oktober und November durch ganz Deutschland führen wird. Let's Dance Tour 2024, Renata Lusin ist dabei. Nun hat RTL die ersten Stars verraten, die in diesem Jahr dabei sein werden, und es gibt einige Überraschungen. Kurz nach dem Finale wurde bereits bekannt, dass die drei Finalistinnen Gabrielle Kelly, Jana Wosnitzer und Detlef Soest Teil der Tournee sein werden. Und auch die Promis sind mittlerweile bekannt. Die wohl schöne Nachricht: Publikumliebling Renata Lusin kehrt zurück. Nachdem sie Let's Dance aufgrund ihrer Schwangerschaft absagen musste, im März wurde sie zum ersten Mal Mutter, ist die leidenschaftliche Tänzerin nun wieder am Start. Nach 2 Jahren Pause, freue ich mich so sehr mit meinen Kollegen die größten Arenas Deutschlands zu rocken, so die frisch gebackene Mama unter dem Post. 2 andere Urgesteine fehlen allerdings. Isabel Edvardsson und Christina Henny. Während Isabel in den Jahren zuvor auch nicht Teil des Tourcastes war, war die Wahlschweizerin im letzten Jahr noch mit dabei, damals heimlich schwanger. Wie Christina in ihrem Podcast berichtet hatte, hielt sie ihre Baby-News damals noch geheim. Als sie während der Tour dann allerdings die ersten Symptome wie Übelkeit überkamen, weihte sie zumindest einen kleinen Teil in ihr süßes Geheimnis ein. Christina Henny lässt Teilnahme offen. Nun ist Christina Henny Mutter geworden und genießt mit Ehemann Luca die Zeit mit ihrer Tochter. Und wartet mit Ehemann Luca voller Vorfreude auf ihre Tochter. Wer sich nun fragt, ob Christina Ende des Jahres an der Let's Dance Tour teilnehmen kann, der bekommt, Stand jetzt, ein Vielleicht von der 34-Jährigen. Bei Instagram erklärt sie dazu: Aus verständlichen Gründen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine sichere Zusage als Tänzerin zur Tour geben, während die Planung bereits in vollem Gange ist, und wünsche daher meinen Kollegen und dem gesamten Team der Tour von Herzen alles Gute für die Let's Dance Tour 2024. Eine klare Absage ist das zumindest nicht. Fans dürfen also hoffen, dass es vielleicht doch ein Comeback geben wird.